Nun sind wir zu Gast auf der Ausstellungsfläche der SIHA. Wir stehen zusammen mit dem Sprecher der SIHA, dem Johannes Hübner. Und er wird uns mal erklären, was die SIHA so ist. Tag, Herr Hübner. Schön, dass wir hier sein können. Ja. Die SIHA hat hier einen sehr großen Anteil auf der Motorshow 2008. Was genau macht die SIHA und wieso stehen hier so viele so tolle alte Autos? Das ist eigentlich die welterste Gesellschaft, die als Stiftung für internationale historische Automobile, SIHA, ins Leben gerufen wurde und sich seitdem immer um historische Autos kümmert, um Veranstaltungen mit historischen Autos und zum Beispiel auch um die Messe Technoclassica, die die größte Oldtimer-Messe inzwischen ist. Hier ist eigentlich so das Herzstück der Motorshow Essen, die ja immer auch auf Oldtimer bezogen war, etabliert worden und die SIHA hat in diesem Jahr das Thema Oldtimer wieder übernommen. Das heißt, wenn andere Sonderausstellungen wären, dann muss es nicht zwingend Oldtimer sein, wenn es mit SIHA zu tun hat. Also mit SIHA hat natürlich schon fast alles mit Oldtimern zu tun. Deswegen heißt es Stiftung International für historische Automobile. Wir haben diesmal ein tolles Thema aufgenommen hier, was super gut in die Zeit passt. Es sind die Kompressorautos. Jeder sagt, naja, Kompressor, viel Leistung, viel Verbrauch. Aber wenn wir mal angucken, wie es heute aussieht, die ganze Blue-Tech-Technology, alles, was jetzt an Blue Motion und so kommt, sind ja aufgeladene Motoren, ob durch Turbolader, durch sonst auch was immer, mit kleinem Hubraum. Das heißt also, die Technik der Zukunft ist plötzlich wieder der Kompressor. Und hier spannen wir den Bogen von den 20er, 30er Jahren in die Zukunft. Also wenn wir hier so hinter uns sind, haben wir natürlich hier von Bentley über den amerikanischen Stutz, den Cord, den Kompressor, Mercedes mit dem Caracciola 1927 den ersten großen Preis von Deutschland gewann und anderes. Das älteste Auto bei uns hier in der Halle ist ein herrlicher Panhard von 1911 mit einer Roi de Belge, also vom belgischen Königshaus bestellten Karosserie. Der steht hier in der Halle 1. Naja, und die neuesten Autos sind der Ferrari 599, Baujahr 2007. Und dann haben wir natürlich alles Mögliche. Also wir haben in der Halle einen Original Alfa Romeo TZ2, noch so richtig mattrot, mit Renngeschichte, von dem nur 11 Exemplare gebaut wurden, heute weit über 1 Million Euro wert. Wir haben in der Halle Bentley, Rolls-Royce. Wir haben aber auch englische Autos, wie zum Beispiel einen Riley, den man für 7.500 Euro einfach kaufen und mitnehmen kann. Also die Stiftung ist eine Gesellschaft, ich sage immer Benelux und Deutschland, also Belgien, Niederlande, Luxemburg, Deutschland, sind auch Franzosen dabei und ganz viele Engländer, weil in England wird natürlich ein enormer Teil der Automobilgeschichte aufbewahrt und natürlich auch deutsche Aussteller, Italiener sind auch dabei. Es ist einfach so, wir merken, und das ist ein Glück, dass wir es wieder so konzipiert haben, dass das, was man jetzt im Moment als Rezession bezeichnet, mit den klassischen Autos zum Glück wenig zu tun hat. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, in der Show gibt es natürlich viele, die mir gefallen. Eigentlich müssten wir denen noch mal ein Bild zeigen. Also mein Herz schlägt natürlich für den Alfa Romeo Tubolare Zagato. Wir sehen hier einen reinrassigen Rennalfa, der nur 1,5 Meter hoch ist. Er wurde bei Zagato gebaut als Tubolare Zagato. Er hat noch alle seine Kampfspuren und er hat original Magnesiumräder. Die könnte man heute gar nicht mehr fahren, weil die wahrscheinlich dann auseinanderbrechen. Aber sie zeigen, dass das Auto komplett authentisch ist, sogar mit seinem Original-Kennzeichen, wie es früher war. Man fuhr mit dem Auto auf der Straße zur Rennstrecke, dann setzte man sich einen Helm auf, dann gewann man sein Rennen und dann fuhr man mit dem Auto wieder nach Hause. Unter der Haube ist ein 2 Liter Doppelnockenwellen-Alpha-Motor mit etwa 180 PS. Da das Auto nur um die 750 Kilo wiegt, kann man also mit diesem Auto auch große 3 Liter Ferrari und große Porsche erledigen. Die kann man besiegen. So wie wir den Alpha hier sehen aus dem Jahre 65, können wir ihn nicht mehr einsetzen. Er hat aber 4 Rennpapiere. Das heißt also, wenn ich ihm andere Felgen, andere Reifen spendiere, wenn die Bremsen durchgesehen werden, dann kann man damit historische Rennen fahren. Wir haben 2 ganz große Veranstaltungen im Jahr. Das ist einmal im Juni der Jan-Wellen-Pokal und dann im August der AVD Oldtimer Grand Prix. Da kommen auch diese Autos und ein Tubolare Zagato wie dieser hier hat im vorletzten Jahr mit dem englischen Fahrer Julian Masiup auch sein Rennen gewonnen. Also hier steht ein Auto mit Potenzial. Einfach unter SIHA, ist am einfachsten immer www.siha.de und blub ist man da.